Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie und euch recht herzlich zur heutigen Lesung von Josef Winkler, dem zweiten Teil der Blue October Readings in der Galerie Klaus Atelier. Zur Person des Literaten Josef Winkler möchte ich nicht viel sagen, da er uns allen als vielfacher Preisträger hochdotierter Literaturpreise und durch eine lange Liste von Buchveröffentlichungen bekannt ist. Er liest heute für uns aus seinem neuesten Buch die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wäre, oder die Wutausbrüche der Engel. Nachdem Josef Winkler am 1. November 2008 in Darmstadt den mit 40.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis entgegengenommen hatte, hielt er zum Dank eine Rede, aus der später dieses Buch entstand. Ich hoffe, das stimmt, das wirklich nicht im Internet. Wir sind heute unsagbar dankbar, dass Herr Winkler uns die Ehre erweist, an diesem Ort aus diesem Buch zu lesen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass die letzte Lesung der Blue October Readings mit Andrea Wolfmeier am kommenden Dienstag um 19 Uhr stattfindet. Hierzu nehmen wir gerne noch Reservierungen an. Lieber Herr Winkler, ich gebe nun das Wort an Sie weiter und wünsche uns allen einen interessanten Abend. So, guten Abend. Nachdem ich erfahren habe, dass die Lesung in einer Galerie ist, habe ich mir gedacht, lese ich auch eine Geschichte über einen Maler, und zwar über den Maler Chaim Soutine. Er ist eigentlich ein großer Unbekannter, sicher einer der bedeutendsten des vergangenen Jahrhunderts. Momentan seit 4. Oktober bis Mitte Jänner gibt es in Paris eine große Ausstellung. Und jetzt beginne ich mit dieser Soutine-Geschichte. Chaim Soutine wurde 1892 oder 1893 als zehntes von 11 Kindern eines armen jüdischen Flickschneiders in Smilowitsch, einem litauischen Dorf in der Nähe von Minsk, geboren. Smilowitsch, in dem 4000 Einwohner, Tataren, Polen, russische Bauern, vor allem aber Juden lebten, bestand aus einer tristen Ansammlung baufälliger Häuser. Von der Straße aus konnte man durch ein Fenster seines Elternhauses Chaims Vater, Salman Soutine, einen ungebildeten und gewalttätigen Mann, Tag und Nacht in einer Buddha-ähnlichen Sitzhaltung bei seinen Flickarbeiten sehen. Das Haus stand an einem großen Platz, auf dem der Gemüsemarkt abgehalten wurde. Dahinter floss die Vilnia, die den Garten der Familie oft monatelang überschwemmte. Der kleine Chaim flanierte gerne über den Markt, mischte sich unter die Bauern, streifte durch die Felder und konnte sich stundenlang alleine am Flussufer aufhalten. Seine Muttersprache ist Jiddisch, nur ein wenig konnte er Russisch sprechen. Chaims Mutter soll früh gealtert, immer voller Sorgen, vollkommen verschwiegen und mit ihrem Haushalt und den 11 Kindern ständig überfordert gewesen sein. Besonders freitags, wenn sie das Brot für die ganze Woche backen musste, hagelte es aus ihren mehligen Händen Schläge. Im Alter von 13 Jahren machte Chaim, das Kind orthodoxer Juden, zum Zorn seiner Eltern und Geschwister, auf allen möglichen Papierfetzen, die ihm zwischen die Finger kamen, Zeichnungen und Skizzen und bemalte die Wände des Hauses mit Holzkohle. Für diese Schandtat wurde das Kind von seinen älteren, ebenfalls verrohten Brüdern verprügelt mit den Worten: Juden dürfen nicht malen, denn Zeichnen und Malen waren in der orthodoxen Gemeinde ketzerisch und galten als schwere Sünde und Blasphemie. Wenn die betenden Gläubigen im Tempel des Städels aufgefordert wurden, in Ehrfurcht vor Gott den Kopf zu senken, hob der rebellische Chaim, der sich nicht unterordnen wollte, stolz sein Haupt. Vor seinen gewalttätigen Brüdern versteckte er sich in den Wäldern und ließ sich erst wieder blicken, wenn ihn der Hunger nach Hause trieb. Sobald er wieder in der Küche auftauchte, um sich mit Proviant zu versorgen, Milch und frisches, warmes Schwarzbrot, wurde er wieder von seinen Geschwistern verhauen. Seither hatte er eine tiefe Narbe auf der Brust.
Um Zeichenkreide kaufen zu können, veräußerte er aus dem elterlichen Haushalt ein Küchenmesser und wurde dafür zur Strafe in den Keller, bei einer anderen Gelegenheit in den Hühnerstall gesperrt. Als Kaim 16 Jahre alt war, bat er einen frommen Juden, dass er für ein Porträt Modell sitzen möge. Am nächsten Tag wurde er von den Söhnen und Freunden des Mannes so schwer misshandelt, dass er sich alleine nicht mehr erheben konnte. Die Täter glaubten sogar, dass er tot sei und ließen ihn einfach liegen, bis die Polizei kam. Erst nach einer Woche konnte er wieder auf eigenen Beinen stehen und gehen. Zudems Mutter verklagte die Übeltäter und mit dem Bußgeld von 25 Ruben verließ der gequälte und gedemütigte Chaim gemeinsam mit einem Freund sein Heimatdorf Smilowitsch und fuhr nach Minsk. Das Wertesystem in seinem Städel hatte keinen Platz für Bilder. Sudins Malerei wurde von der orthodoxen Gemeinde als Bedrohung empfunden. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Minsk ging er nach Vilnius und bewarb sich um ein dreijähriges Studium an der Kunsthochschule, wo er bei der Aufnahmeprüfung einen Kegel, einen Kubus und einen Krug zeichnen sollte, aber bei diesem entscheidenden Test so nervös war, dass er einen Fehler in der Perspektive machte und abgewiesen wurde. Der junge Chaim warf sich Professor Rebakow regelrecht zu Füßen, kniete weinend vor ihm nieder und flehte ihn an, die Prüfung unter Ausschluss der Öffentlichkeit wiederholen zu dürfen. Der zu Tränen gerührte Kunstprofessor erlaubte ihm eine zweite Aufnahmeprüfung. Die Themen seiner Skizzen waren damals schon jüdische Begräbnisse, Einsamkeit, Armut, Elend, Tod und Verzweiflung. Theatralisch inszenierte der Jugendliche die Sitzungen mit seinen Modellen. Sein Freund Michel Kikoine musste eine Aufbahrung simulieren und sich auf den Boden legen. Chaim breitete ein weißes Laken über den Mitschüler der Akademie und stellte den abgedeckten Körper mit brennenden Kerzen und begann zu zeichnen. Die Schüler der Kunstschule in Vilnius trugen eine Studentenuniform mit goldenen Knöpfen und Mütze. Um an seine Malobjekte heranzukommen, gab sich Sudin bei den Dorfbewohnern, die von der Uniform beeindruckt waren, als Amtsperson aus. Der Pristav, der Polizeikommissar, schickt mich, um ihr Porträt anzufertigen, sagte er zu den eingeschüchterten Bauersleuten, die sich bereitwillig porträtieren ließen. Nach 3 Jahren beendete Chaim Sudin das Studium an der Kunsthochschule in Vilnius. Aus ihm war, wie es hieß, einer der besten Studenten geworden, aber er wollte weg. Er wollte Russland und das ihn bedrückende Städel Smilowitsch verlassen. Er wollte nach Paris in die damalige europäische Hauptstadt der Künste. Ein Bekannter aus Vilnius, ein jüdischer Arzt, finanzierte seine Reise. Noch im Jahre seines Studienabschlusses, im Juli 1913, kam er auf der Gare du Nord in Paris an. Als Gepäck hatte der 20-jährige Immigrant einen Rucksack, eingerollt unter dem Arm ein paar in Russland gemalte Bilder, ein paar Rubel und die Anschrift von La Ruche. La Ruche, was so viel heißt wie der Bienenkorb, war ein vom akademischen Bildhauer Alfred Boucher im Jahre 1902 errichtetes Gemeinschaftshaus für mittel- und wohnungslose Künstler, eine Art Akademie, in der den Porträtmalern kostenlos Modelle zur Verfügung gestellt wurden. La Ruche war ein rotundenartiger Gebäudekomplex, der auf jeder Etage in wabenförmige Ateliers unterteilt war. Die Räume waren nicht durch Türen, sondern durch Vorhänge abgeteilt und über den Türstöcken auf Hängeböden befanden sich die Betten. Es gab in La Ruche keinen Strom, kein Gas, jeder hatte eine Kerze in der Hand. Diese Villa Medici des Elends, wie sie auch genannt wurde, diese zur Zeit der Ankunft zu Dienst besonders verlotterten und von Ungeziefer verseuchten Quartiere, konnten 200 Künstler beherbergen. Wenn die Bienen, so nannte der Gönner Alfred Boucher, seine Pensionäre ihre Miete nicht zahlen konnten, ignorierte er es und bedrängte niemanden. In den Ateliers, die jedermann offen standen, tauchten manche Ankömmlinge mit ihren Farbtöpfen und Pinseln nachts auf und der großzügige Boucher begrüßte jeden Neuankömmling, ohne zu fragen, warum und woher er kam, was er denn eigentlich hier wolle.
Wer in La Ruche wohnte und etwas mehr verdient hatte, war verpflichtet, den mittellosen Malern die Leinwände zu kaufen. Anfangs ging Soutine, der die Passage de Danzig, in der sich La Ruche befand, nach seiner Ankunft in Paris nur mühsam finden konnte und sich zuvor in den Gängen der Metro verlaufen und verirrt, sich in der Stadt auf Jiddisch zum Quartier Montparnasse durchgefragt hatte, in den Ateliers der anderen Künstler aus und ein, er aß bei den einen und schlief bei den anderen. Pinchas Kremeniesch, mit dem er in Vilnius die Kunsthochschule besucht, den es noch vor Soutine nach Paris ins La Ruche verschlagen hatte, bei dem er zuallererst anklopfte und um Gastfreundschaft bat und mit dem er Jiddisch sprechen konnte, beklagte sich später über Soutine, der sich so lange bei Tisch bedienen konnte, bis für andere nichts mehr auf den Tellern blieb, der die karge Mahlzeit einer Schüssel Kartoffel alleine verschlingen konnte und der sich dann auch nicht schämte mit den Worten: "Das ist mein Bandwurm", noch um ein Stück Brot zu bitten. Von seinen Malerkollegen wurde Soutine nie mit dem Vornamen, immer mit dem Familiennamen angesprochen. Soutine verdiente seinen erbärmlichen Lebensunterhalt zeitweise als Gepäcksträger auf der Gare de Montparnasse, arbeitete als Dekorateur auf der damaligen Automobilausstellung im Grand Palais, meldete sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges zur Arbeitsbrigade und hob Schützengräben aus, wurde aber wegen seines Magenleidens bald entlassen. Stundenlang soll er manchmal im Quartier Montparnasse, wo sich auch die Künstlerklause La Ruche befand, an den Theken der Cafés herumgelungert haben, bis ihm jemand einen Kaffee Crème spendierte. Der Schriftsteller Ilja Ehrenburg, der Soutine in den Cafés von Montparnasse begegnete, beschrieb seinen Eindruck so: "In der allerdunkelsten Ecke saßen regelmäßig Kremeniesch und Soutine. Soutine blickte verschreckt und schläfrig drein, als hätte man ihn aus seinen Träumen gerissen und ihm keine Zeit zum Waschen und Rasieren gelassen. Er hatte die Augen eines gejagten Wildes, vielleicht vor Hunger." Als sich Soutine nach langwierigen und schmerzhaften Ohrenleiden endlich entschlossen hatte, zu einem Ohrenspezialisten zu gehen, entdeckte der Ohrenarzt in seinem Gehörgang nicht einen eitrigen Abszess, sondern ein Wanzennest. Der magenkranke Chaim Soutine war abergläubig und hatte große Angst vor einer Nahrungsmittelvergiftung. Als er einmal ein Stück Schinken, von dem er gegessen hatte, verfault im Abfall wiederfand, war er überzeugt, dass er auch verfaulen und sterben werde, weil er zuvor von diesem Schinken gegessen hatte. Obwohl er dichtes, volles Haar, aber ständig Angst davor hatte, es zu verlieren, ließ er sich von einer Nonne regelmäßig seine Kopfhaut massieren und mit einem Spezialtonikum behandeln. Ebenfalls gegen Haarausfall beschmierte er mit einem frisch aufgeschlagenen rohen Ei seine Haare, setzte sich, ohne Eiweiß und Dotter wieder herauszuwaschen, einen Hut auf und spazierte durch Paris. Der Einzelgänger und Außenseiter Soutine wurde von vielen als melancholischer, oft verbitterter und zurückhaltender Mensch beschrieben. Aber er selbst sagte einmal über sich: "Ich bin nicht unglücklich, ich war immer glücklich." Marc Chagall, der 2 Jahre vor Soutine ins La Ruche gekommen war, erinnerte sich, dass man durch die Passage de Danzig, wo die Ateliers von La Ruche mit den eifrigen Malern lagen, wie durch eine arme Leutesiedlung gehen konnte, ohne zu unterscheiden, wer wirklich künstlerisches Talent hatte oder wer möchte gern Künstler und Farbenschmierer war. Während in den russischen Ateliers ein gekränktes Modell leise schluchzte, ertönten bei den weinseligen Italienern Lieder und Gitarrenklänge. Bei den Juden soll es häufig Diskussionen gegeben haben, während er, Chagall, ganze Nächte lang im Schein einer Petroleumlampe in seinem Atelier durchwachte, umgeben von Bilderrahmen, Eierschalen und leeren, stinkenden Suppendosen, die auf dem Boden lagen, dazwischen die Reste eines halbierten Herings. Der Kopf des Fisches war für den einen, der Schwanz für den nächsten Tag als Mahlzeit bestimmt. Während Chagall, der von den Mitbewohnern von La Ruche Le Poet genannt wurde, sich beim nächtlichen Gebrüll des Viehs aus den benachbarten Schlachthöfen an seinen Großvater, der Fleischhauer im russischen Dorf Beskowatik,
war, erinnerte und seine allegorischen Traumbilder aus dem Gedächtnis auf die Leinwand zauberte, musste Soutine seine Malobjekte direkt vor sich haben. In ungewaschenem und unrasiertem Zustand, mit feucht nässelnder Aussprache, wie es hieß, den Hut über den Kopf gezogen, damit man ihn nicht erkennen und, was häufig vorkam, nicht ausspotten konnte, verließ Soutine oft schon um 3 Uhr morgens sein Quartier, ging mit seiner Malkiste und mit einer kaputten Staffelei in die Außenbezirke von Paris, suchte seine Motive in der Natur, seine Modelle in der einfachen Bevölkerung, in den kleinen Dörfern, lief 10, 20 Kilometer mit seinen Malutensilien, um ein Objekt zu finden, hauste in einem Schweinestall, kehrte ohne Essen wieder zurück und wurde nicht selten schlafend zwischen seinen ausgerollten und bemalten Leinwänden angetroffen. Als Marc Chagall 1914, ein Jahr nach Soutines Ankunft, La Ruche verließ, dabei Gemälde zurückließ, die er niemals wiedersehen sollte, da einige zum Abdecken der Hühnerställe verwendet wurden, wäre Soutine gern in Chagalls komfortableres Atelier gezogen, in das durch eine Dachbodenluke Tageslicht einfiel. Mein Fenster öffnet sich zum Himmel, das war poetisch, so Chagall. Aber Chagall lehnte den Wunsch seines Landsmannes mit der Begründung ab, dass Soutine wie ein Landstreicher aussehe. Soutine trug, so beschrieben ihn einige Zeitgenossen, farbverschmutzte Kleider, durchlöcherte Schuhe, hatte eine flache Nase, dicke Lippen, schwarze ins rötliche Gesicht hängende Haarsträhnen, einen scheuen, misstrauischen Blick, pickelige Haut, ein kindliches Lachen. Mit nach innen gebogenen Armen und Beinen und mit gebeugten Rücken will man ihn, ob bei Sonnenschein oder strömenden Regen, durch die Straßen von Paris haben laufen sehen. Soutine hatte außerordentlich schöne Hände, die auch Amadeo Modigliani auffielen, mit dem Soutine in La Ruche befreundet war und der auch seine Bilder bewunderte. Der große Maler unserer Zeit, das ist Chaim Soutine, sagte Modigliani. Neben ihm existiere ich gar nicht. Die Frau des Kunsthändlers Sporowski hatte eine Abneigung gegen Soutine. Sie wollte nicht, dass er in ihr Haus kam, aber Modigliani, der dort gerne gesehen war, malte ein Porträt von Soutine auf eine Tür ihrer Wohnung und sagte zu Frau Sporowski, du wirst Soutine nie mehr los. Wenn Soutine abends von Modigliani war Alkoholiker und drogenabhängig, betrunken nach Hause kam, lief er um das runde Gebäude von La Ruche, suchte den Eingang zu seiner Klause und rief, Merde, Merde, ich kann die Tür nicht finden. Modigliani, der sogenannte Prinz von Montparnasse, und Soutine, das verkörperte, nach Schmutz und Ölfarben riechende Elend, haben zeitweise mit denselben Modellen gearbeitet. Im Zimmer, in dem sich Modigliani und Soutine nächtelang unterhielten und Wein tranken, bauten sie einen Desinfektionsring aus Asche oder Lehm ums Bett, um sich die Wanzen vom Leib zu halten. Als Modigliani wegen einer Lungentuberkulose im Sterben lag, soll er zu seinem Kunsthändler Zborowski, einem polnischen Dichter und Maler, gesagt haben, dass er, Modigliani, nun wohl werde gehen müssen, ihm aber Soutine, ein Genie, zurücklasse und Zborowski sich um Soutine kümmern solle. Im Jahre 1920 erfährt Soutine während eines Maleraufenthaltes in Cannes an der Côte d'Azur die Nachricht vom Tod Modiglianis und vom Selbstmord seiner schwangeren Lebensgefährtin. Soutines Freund und Biograf Emilia Zittia berichtete, dass er Chaim nach dem Tod seines Freundes Amadeo Modigliani, der ihn tief erschüttert haben soll, häufig in trauriger Stimmung angetroffen, besonders wenn er ein Gemälde zustande gebracht habe. Gregorier Michonset, einem Landschaftsmaler, zeigte Soutine an der Côte d'Azur einen Baum und sagte, das hier ist mein Baum. Ist er nicht wie eine Kathedrale? Ich habe ihn 18 Mal gemalt. In diesem Sommer besuchte ihn Leopold Sporowski und dessen Frau Anna in Cannes, begleitet von der 14-jährigen Paulette Jardin, die seit einem Jahr im Haus des Ehepaars Sporowski angestellt war und die Modigliani Modell gestanden hatte. Im Paulett findet Soutine über mehrere Jahre eine hilfreiche Begleiterin und ein Modell.
Paulette berichtete von endlos langen Sitzungen, die ihr die größte Geduld abverlangten. Oftmals musste sie lange regungslos pausieren. Paulette stellte für den weltfremden und scheuen Maler den Kontakt zur Außenwelt her, besorgte mit ihm bei den Bauern Geflügel, das er malen wollte und nach den Farben des Federkleides auswählte. An einem Morgen stellte Soutine weit draußen am Land eine Staffelei auf, malte aber nichts, starrte lang mit seinen Händen seinen Kopf haltend vor sich hin. Als ein Mann, der am Vormittag vorbeispaziert war, am Nachmittag denselben Weg zurückging und sah, dass er immer noch nichts gemalt hatte, fragte er, was er denn eigentlich hier mache. Soutine antwortete: Ich warte auf den Wind. Soutine malte auf nicht aufgezogenen, künstlerisch wertlosen Gemälden aus dem 17. Jahrhundert, die ihm als Malgrund dienten und die er für ein paar Sou auf Flohmärkten erstanden hatte. Soutine, der glatte Malunterlagen schätzte, sagte einmal: Ich lasse meinen Pinsel gerne gleiten. In der Hand hielt er immer mehrere Pinsel, die er, kaum hatte er sie für einen Strich verwendet, wegwarf. Farbtuben von bester Qualität soll er ausgesucht haben. Er schrieb an Gott und die Welt, um an hochwertige Farben zu kommen, und seine Palette soll immer mustergültig sauber gewesen sein. Einmal, ein fertiges Gemälde betrachtend, soll er gesagt haben: Es ist besser als die Bilder von Modigliani, besser als die Bilder von Chagall. Eines Tages werde ich meine Bilder zerstören, aber Chagall und Modigliani sind zu feige, um ihre eigenen Werke zu vernichten. Und über Cézanne urteilte er: Ein Maler, der mich nicht bewegt, das ist Cézanne. Das ist vorbei. Über diese Phase bin ich hinaus. Daran habe ich einmal geglaubt. Ich denke nicht, dass in 50 Jahren noch viel davon bleiben wird. Das ist zu gekünstelt, gesucht, schwierig, zu sehr Angelegenheit des Verstandes. Van Gogh soll er überhaupt gehasst haben. Soutine, der oft in den Louvre ging, um die Gemälde der alten Meister zu betrachten, soll andächtig mit gesenktem Kopf und scheuem Lächeln an den Bildern von El Greco, Courbet, Tintoretto, Goya und vor allem an den Bildern Rembrandts entlanggeschlichen sein. In einer Art respektvoller Furcht, wie es hieß, soll er sich den Gemälden Rembrandts genähert haben. Das ist so schön, dass ich davon noch verrückt werde, sagte er zu Hanna Orloff, mit der er oft durch den Louvre ging. Soutine vergötterte Rembrandt, fuhr auch nach Amsterdam ins Rijksmuseum, um sich noch andere Bilder, auch Rembrandts geschlachteten Ochsen, anschauen zu können. Die Judenbraut im Rijksmuseum war für Soutine ein Pilgerziel. Rembrandt ist ein Gott. Nein, er ist Gott, sagte er einmal. Skeptisch gewordene Museenwärter, denen das seltsame Verhalten Soutines auffiel, folgten ihm und seiner Begleiterin im Louvre stundenlang argwöhnisch von Saal zu Saal. Zu seinem Kunsthändler Zborowski sagte er einmal: Man behauptet, Gustave Courbet habe in einem einzigen weiblichen Akt die ganze Pariser Atmosphäre einfangen können. Ich hingegen kann Paris im Kadaver eines Ochsen zeigen. Soutine bat Zborowski, ihn in die Schlachthäuser zu begleiten, denn er wollte einen gehäuteten Ochsen kaufen. Man brachte den Ochsen ins Atelier, aber es dauerte lange, bis Soutine zu malen anfing, sodass der Ochse inzwischen zu verwesen und fürchterlich zu stinken begann. Um die Fleischfarben aufzufrischen, überschüttete Soutine den Ochsen mit frischem Blut, das er eimerweise bei einem Metzger gekauft hatte, und malte weiter. Und die 14-jährige Paulette verscheuchte dabei die Fliegen. Der seit Tagen anhaltende Verwesungsgeruch des Ochsen beunruhigte die Nachbarn. Die Beamten des Gesundheitsamtes konnte Soutine davon überzeugen, dass seine Malkunst wichtiger sei als die Hygiene. Die Beamten bespritzten das Fleisch mit Ammoniak, damit es sich nicht weiter zersetzte und der Verwesungsgeruch gemildert wurde. Von diesem Tag an hantierte Soutine in seinem Atelier, assistiert von der 14-jährigen Paulette, immer wieder mit Ammoniakspritzen, wenn er über eine längere Schaffenszeit mit ihren vielen Pausen hinweg tote Hasen, Enten und Hähne malte. Die wieder und wieder behandelten Enten sollen schon bockig und starr gewesen sein
ohne dass sich aber die Farbe ihrer Federn veränderte, und die vom Bolett auf den Abfall geworfenen Tiere vergifteten die fleischfressenden Hunde. Nach einer anderen Anekdote soll beim Wiederauffrischen eines Ochsen, Soutine malte 10 Ochsenkadaver, das Blut von seinem Atelier durch den Fußboden in die darunterliegende Wohnung gesickert sein. Die Hausmeisterin habe an einen Mord geglaubt und die Polizei gerufen, die schließlich den Kadaver abschleppen musste. Mit seinen farbenverschmierten Händen sich über die eigene Kehle streichend, sagte Soutine zu seinem Freund Emilia Zitia: Ich sah einmal, wie ein Dorfschlachter einer Gans die Kehle durchschnitt und das Blut herauflaufen ließ. Ich wollte schreien, aber sein fröhlicher Blick schnürte mir die Kehle zu. Diese Schrei fühle ich immer noch in mir. Als ich als Kind ein Selbstporträt zeichnete, habe ich versucht, mich von diesem Schrei zu befreien. Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, mich davon zu befreien. Die jüdische Speisevorschrift, der Begriff des Koscheren, schreibt vor, die Tiere mit glatter Klinge schnell, sauber und möglichst schmerzfrei zu töten, das aus dem Körper fließende Blut sofort zu entfernen, das Fleisch schnell zu verarbeiten. Soutine verletzte die Dogmen des Städel seiner jüdischen Herkunft, hängte die blutigen Tiere, Hähne, Kaninchen, Fasane an Fleischerhacken und studierte sie genau, bevor er den Pinsel in die Hand nahm. Sporowski erzählte: Ich muss sagen, Fleisch malt er gut, besonders wenn er hungrig ist. Haben Sie jemals seinen gierigen Rachen bemerkt? Nun, er kaufte ein Stück rohes Fleisch und fasste 2 Tage bei seinem Anblick, ehe er anfängt zu malen. Sehen Sie sich das Rot an. Hat er nicht seinen ganzen kannibalischen Appetit in dieses Rot gelegt? Mit der 14-jährigen Paulette ging Soutine von Fleischhauer zu Fleischhauer und suchte einen ganz bestimmten Kalbskopf. Verstehen Sie, sagte er zum Metzger, ich möchte einen ganz besonderen Kalbskopf. Durch die Geflügelläden gehend suchte er ein ganz bestimmtes Huhn. Es musste einen langen Hals und eine bläuliche Haut haben. Ein Geflügelhändler bot dem verwahrlosten und immer zu hungrigen Soutine einmal aus Mitleid ein besonders fettes Huhn an, aber Soutine bestand darauf, ein ausgemergeltes Huhn zu kaufen. Auf der Straße hob er entzückt das Huhn in die Höhe und sagte zu seiner Begleiterin Paulette: Paulette, ich werde es gleich am Schnabel aufhängen und in ein paar Tagen ist es dann soweit. Um die Fliegen abzuhalten, hängten im Sommer die Metzger auf der Straße Tücher über ihre geschlachteten Tiere. Soutine nahm im Vorbeigehen die mit Blut befleckten Tücher mit und benutzte sie als Hintergrund für seine Malerei. Wenn Soutine einen Seelachs oder eine Forelle malen wollte, ging er morgens um 7 Uhr zu einem bestimmten Zug, der täglich frischen Seefisch anbrachte. Entsprachen die Fische nicht seinen Erwartungen? Soutine schaute sich im Louvre oft die einzigartige Forelle von Gustave Courbet an, erschien er am nächsten Morgen mit Paulette wieder am Bahnhof beim Ausladen der Meerestiere. Zur russischen Malerin Marevna, die er in La Ruche begegnet war, sagte Soutine einmal: Ich male lieber Landschaften als Porträts. Ein Modell ermüdet rasch und sieht dann stupide aus. Also muss man sich beeilen. Ich rege mich auf, knirsche mit den Zähnen und fange manchmal zu brüllen an. Ich mache die Leinwand kaputt und wälze mich am Boden. Wenn das Modell den Mund hält und sich nicht bewegt, dann geht's. Aber wenn sich etwas ändert, verliere ich die Linie von Nase und Mund und schon geht es wieder nicht mehr. Ich sehe Flammen vor mir und es brennt. Also brülle ich und werfe alles auf den Boden. Das ist dumm, nicht wahr? Ich habe eine Höllenangst. Und wenn das Bild fertig ist, bin ich erschöpft wie eine Frau, die eben ihr Kind bekommen hat. Ich frage mich dann, was mit mir los ist, warum ich so außer mir bin. Chaim Soutine, der die schönsten roten Gladiolen, die schönsten jungen Zuckerbäcker und die schönsten Ministranten der Kunstgeschichte mit dem später so bezeichneten Soutine-Rot malte, ließ sich tagelang in einem Auto durch die Gegend kutschieren, bis er ein passendes Modell gefunden hatte. Einmal eine Erstkommunikantin in ihrer vollen weißen Pracht mit einem Kranz gelber Rosen auf dem Haupt,
Bäuerinnen bei der Arbeit, Wäscherinnen und Zimmermädchen, Liftboys, Köche und Kellner, Dorfnarren und Idioten, betende Männer und Fürsorgezöglinge, Kinder mit verschmierten Mündern. Einmal wollte er eine Frau porträtieren, die er beim Wäschewaschen entdeckte, als sie gerade vor dem Waschtrog kniete. Soudine stürzte auf sie und sagte: »Madame, ich habe keinerlei Hintergedanken, verstehen Sie mich, ich bin Maler. Ich habe, durch Sie angeregt, ein Bild angefangen und ich muss es zu Ende bringen.« Ihr eifersüchtiger Mann, ein Bahnwärter, wollte es verhindern. Soudine drohte dem Mann, dass er ihn gerichtlich belangen werde. Der eingeschüchterte Mann lenkte ein, die Frau kam und es entstand das legendäre Bild »Liegende Frau«. Soudine, der sich selber nur dreimal porträtiert hat, verbrachte auch viel Zeit ohne zu arbeiten, malte stoßweise, besuchte Museen, las viel und wartete, bis ihm ein Objekt über den Weg lief. Einmal, es war gerade in der Zeit seiner Schaffenspause, ging eine Frau an ihm vorüber, die ein Kind auf ihren Arm trug. Er überwand seine Schüchternheit, folgte ihr und bot ihr Geld an, so viel sie haben wollte, um sie malen zu können. Ein anderes Mal, als er im Freien eine Frau porträtierte, soll er während eines aufkommenden Gewitters weitergemalt, der Frau verboten haben, sich zu rühren, und hinterher soll er völlig überrascht gewesen sein, als ihm auffiel, dass er und sein Modell bis auf die Haut durchnässt waren. Einmal wollte die 14-jährige Paulette eines der 6 Porträts sehen, die Soudine von ihr gemalt hatte und die er immer versteckte. Soudine drehte die Staffelei um, die 14-jährige Paulette erschrak, denn er hatte das Mädchen immer als alte Frau gemalt. Ein Modell Soudines aus den frühen Pariser Jahren beschrieb den Maler so. Er wurde krebsrot und riss die Augen weit auf. Mit seinen schönen Fingern kraulte er sich den Hals und streichelte sein Gesicht. Mit zusammengebissenen Zähnen stammelte er unverständliche Worte und begann zu malen. Einmal verrenkte er sich bei seinen wilden, ekstatischen Malen einen Daumen und konnte sich hinterher nicht erklären, wie es passiert sein könnte. Manchmal wurde er auch ohnmächtig neben einem fertigen Bild gefunden. Wenn er eine Sitzung mit einem Modell beendet hatte, brauchte er jedes Mal mehrere Stunden, um seine Sprache wiederzufinden. Er konnte es nicht ertragen, wenn ihm jemand beim Malen zuschaute. Mademoiselle Gard, mit der Soudine 4 Jahre lang zusammenlebte und die ihn häufig auf seinen Malausflügen in der ländlichen Umgebung von Paris begleitete, erzählte, er war so unsicher in Bezug auf ein fertiges Bild, dass er so weit ging, mir, wenn wir gerade nicht zusammen waren, einen Brief zu schreiben oder mir zu sagen, dass ich mir die unfertigen Bilder in seinem Atelier nicht ansehen solle. Soudine wollte auch über seine Werke nicht sprechen, gab vor, sich nur schlecht auf Russisch oder Französisch ausdrücken zu können und sagte einmal, um keinen Kommentar über seine eigenen Bilder abgeben zu müssen, ich spreche keine Sprache. Im Jahre 1919 schickte der Kunsthändler Leopold Sporowski den Maler Chaim Soudine nach Serré, in eine Stadt in den französischen Pyrenäen nahe der spanischen Grenze. Serré galt als Malerstadt und wurde als Mekka des Kubismus bezeichnet, da unter anderem auch Picasso und Braque hier lebten und malten. In Serré, wo man ihn den dreckigen Maler nannte, wechselte Soudine 3 Jahre lang seine Kleider nicht, auf denen er auch die Pinsel abputzte. Nach 3 Jahren in Serré, einer Zeit, in der Soudine in großer Abgeschiedenheit und Einsamkeit lebte, kehrte er mit 209 Gemälden nach Paris zurück. Der amerikanische Milliardär Albert Barnes, der auf der Suche nach Kunstwerken zeitgenössischer Künstler nach Paris gekommen war, den Kunsthändler Zborowski aufsuchte und in seinem Laden nach Bildern stöberte, in der Hoffnung, junge Talente in der Nachfolge der großen Nachimpressionisten zu finden, interessierte sich für nichts, was ihm Zborowski zeigte und anbot, bis er in einer Ecke eine zerrissene und schmutzige Leinwand von Chaim Soudine entdeckte, den Maler suchen ließ, den man ungewaschen und verwahrlost auf einer Parkbank im Montparnasse fand. Barnes ließ Soudine mit einem Auto abholen, schickte ihn zuallererst einmal ins Bad und zu einem Schneider und richtete ihm in der Folge ein behagliches Atelier ein. Barnes kaufte Soudine sofort 75 Bilder ab
räumte sein Atelier mit einem Mal leer und zahlte die für damalige Verhältnisse fantastische Summe von 60.000 Francs. Mit den Taschen voller Geld eilte Soutine aus seinem Atelier, ging ins Café, betrank sich, bestellte ein Taxi, ließ sich nach Südfrankreich chauffieren und tauchte erst nach einem Monat wieder auf. Soutine war in Paris von heute auf morgen zu einer gefeierten Persönlichkeit und einem begehrten Künstler geworden. Jahre später erzählte Soutine von seiner ersten Begegnung mit Albert Pahns, der als Arzt und Pharmazeut mit der Erfindung des Desinfektionsmittels Argirol ein Vermögen gemacht hatte. Soutine sagte, Pahns setzte sich, sah mich an und sagte, ah, das ist Soutine. Gut, ein Grobian. Ich werde mir nie verzeihen, dass ich dumm genug war, um mich von diesem Menschen auf der Parkbank stören zu lassen. Als Chaim Soutine, dieser arme Junge aus dem osteuropäischen Ghetto in Paris, wegen seines Magenleidens einen Arzt aufsuchen musste, hatte er außer einem Mantel, den er auch an heißen Sommertagen trug und unter dem er splitternackt war, kein einziges Kleidungsstück. Allein für diesen Arztbesuch musste er einen anderen, ebenfalls mittellosen Maler bitten, ihm dessen einziges Hemd zu borgen. In seiner Not soll er einmal eine langbeinige Unterhose zu einem Hemd zurechtgeschneidert haben. Im materiellen Wohlstand, den ihm der Kunstsammler Albert Pahns bescherte, kümmerte sich Soutine, der ein misstrauischer Einzelgänger und Melancholiker blieb, auch hochmütig sein konnte, nicht mehr um seine Montparnasse-Freunde, wies sie vor seiner Tür ab, beklagte sich auch über Modigliani, seinem Freund und Förderer, der ihn, obwohl er wusste, dass Soutine magenkrank war, zum Trinken animierte, wodurch sich seine Krankheit noch verschlimmert habe. Als er zu finanziellem Wohlstand kam, durfte er sich nicht die Lebensmittel kaufen, die er sich früher nicht leisten konnte. Denn jedes Mal, wenn er seine strenge Diät, die aus gedünsteten Tomaten, Suppen und Milch bestand, nicht einhielt, wurde er wieder krank. Wenn in Montparnasse über den berühmt gewordenen Soutine Anekdoten aus seinem Leben erzählt wurden, war auch davon die Rede, dass er in den Cafés, in denen es oft nach Weihrauch roch, ausschließlich Milchkaffee oder Lindenblütentee trank, um seine Magenschmerzen zu lindern. Er war süchtig nach frischem Weihrauch. Der reich gewordene Soutine lernte Französisch, ließ sich von einem Schneider blaue Maßanzüge anfertigen, trug mit Vorliebe rote Seidenkrawatten und Halstücher, kaufte sich Unmengen Hüte, spazierte zwischen den Kaffeehäusern dandyhaft hin und her, besuchte Box- und Catchkämpfe und gab hohe Geldsummen für seine unzähligen Taxifahrten durch Paris aus. Über einen erfolglosen Maler sagte er einmal, ich verstehe nicht, warum er weitermalt. Ich hätte ohne Erfolg nicht weitergemalt. Ich wäre Boxer geworden. Einmal lud er einen befreundeten Maler aus seiner La Ruche-Zeit zum Abendessen in ein Restaurant ein, kam aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Ein anderes Mal bot er einem ehemaligen Mitschüler an der Kunstakademie in Vilnius an, ihm einen Kunsthändler zu empfehlen, aber auch daraus wurde nichts. Emmanuel Manet-Katz, ein Maler und Illustrator, den Soutine aus Vilnius kannte und den es ebenfalls in La Ruche verschlagen hatte, erzählte, dass er einmal von Soutine, als der schon berühmt war, in seinem Atelier besucht wurde. Er war elegant gekleidet, trug ein prächtiges Seidenhemd und erzählte beglückt, dass er soeben ein Bild für 10.000 Francs verkauft habe. Gleichzeitig aber seufzte er, warum sind sie im Montparnasse nur alle gegen mich? Mit der Jüdin Deborah Melnik, einer Malerin und Sängerin, die er aus Vilnius kannte, ließ er sich kirchlich trauen. Als bald darauf eine Tochter namens Aimée geboren wurde, bestritt Soutine die Vaterschaft und verließ Mutter und Kind. Schließlich ließ er sich 20 Jahre lang nicht mehr an den vertrauten alten Plätzen im Montparnasse rund um die Elendsquartiere von La Ruche blicken. Von seinem jüdischen Elternhaus und von seiner frühen Kindheit sprach er selten. Und, wenn überhaupt, dann mit großer Bitterkeit und Verachtung.
Einmal erreichte ihn ein Brief seines kranken Vaters aus Russland, der ihn um Geld bat und ihn empfahl, nach 20-jähriger Abwesenheit doch noch einmal das Städel von Slimovich aufzusuchen. Zudem sagte zur Malerin Marevna: Dieser Brief hat mich sehr traurig gemacht, Marevna, wirklich. Obwohl er mein Vater ist, kommt er mir wie ein Fremder vor. Er liebte mich nie, glaub mir. Und jetzt schreibt er um Hilfe. Ich werde ihm etwas Geld schicken und ihn tun lassen, was er will. Das wird meine Mutter nicht zum Leben erwecken. Aber ich möchte nicht hinfahren. Nein, er war zu ungerecht zu mir. Nie wieder kehrte Sudin ins Städel Slimovich zurück. Von seinem Geburtshaus hinterließ er kein einziges Gemälde, keine Porträts oder Bilder aus seinem Elternhaus, weder von Mutter, Vater noch von seinen Geschwistern, keine Kindheitserinnerungen. Auch sind Bilder aus seiner Studienzeit an der Kunstakademie in Vilnius, die er als aufgeblasene Stümpereien bezeichnete, nicht erhalten geblieben. Seine Vergangenheit verdrängte Sudin, wo er nur konnte. Nur manchmal, als er La Ruche längst verlassen hatte und in ein anderes Atelier umgezogen war, hörte man bis auf die Straße seine Stimme mit dem Sprechgesang eines jiddischen Liedes. Seine russische Nationalität aber gab Sudin nie auf. Die 200 Gemälde, die Sudin nach einem dreijährigen Aufenthalt aus der Pyrenäenstadt Cerret nach Paris mitbrachte und über die er selbst spöttisch sagte, dass er sie mit dem Finger gemalt habe, verachtete und zerstörte er bei jeder Gelegenheit. Besonders nachdem er die Bilder Gustave Courbets im Louvre entdeckt hatte, tauschte er bei den Besitzern die Cerret-Bilder gegen neue aus und kaufte sie um Fantasiepreisen zurück. Er setzte sogar Strohmänner ein, um an seine Cerret-Bilder heranzukommen und sie aus der Welt zu schaffen. So gelang es ihm, ungefähr 70 Bilder zu zerstören, die er in der Pyrenäenstadt gemalt hatte. Als ihn Zborowski einmal in Cerret besuchte, sich aber unzufrieden über die Qualität der Bilder zeigte, machte Sudin im Hof des Hotels Garetta ein großes Feuer und verbrannte einen Stapel Bilder. Der Kunstmaler Michel Georges Michel erzählte, dass er Sudin monatliche Vorschüsse bezahlt, aber 2 Jahre lang keine Bilder dafür gesehen habe und erst als er Sudin in seiner Wohnung aufsuchte, deren Fenster er, um die Bilder zu schonen, immer geschlossen hielt, habe er 300 aufeinander gestapelte Bilder gefunden. Während Michel außer Haus ging, um Essen zu besorgen, zündete Sudin einen ganzen Stapel Bilder an. Nach lauten Schreiereien und einem wilden Handgemenge konnte Michel noch einige Bilder retten. Sagte jemand ein kritisches Wort zu seinen Gemälden oder verglich jemand Gemälde von ihm mit den Bildern eines anderen großen Malers, bezweifelte der Beschauer also Sudins Einzigartigkeit, zerstörte er die Bilder. Er legte die Bilder auf den Boden, betrachtete sie lange, nahm ein Küchenmesser und stach wütend drauf ein. Einmal komplimentierte er seine Freundin Mademoiselle Gard in ein Café, ging dann zu einem Händler, da er erfahren hatte, dass der ein Gemälde aus seiner Cerret-Zeit erworben hatte, gab ihm ein neues Bild und zerstörte das alte. Als sich einmal ein wohl misstrauisch gewordener Händler weigerte, ihm das Porträt eines kleinen Mädchens zurückzugeben, fügte sich Sudin widerwillig, sagte aber flehentlich: Bitte sehen Sie nicht so genau auf Ihre Füße. Sie ist sehr arm und Ihre Schuhe müssen geflickt werden. Manchmal bestellte er seine Modelle zu 10, 20 Sitzungen und verwarf dann die Studien. In Verzweiflungsanfällen warf er sich aufs Bett und jammerte: Ich sollte lieber Schuster als Maler sein. Damit niemand Zugriff hatte, sperrte er die fertigen Bilder weg. Den Schlüssel trug er immer bei sich. Fragte jemand nach seinen Bildern, hielt er sich verlegen den Mund zu, lächelte und sagte dann: Reden wir später darüber. Seine Gemälde hängte Sudin nie auf. Eine Zurschaustellung der Bilder, wie er es nannte, war ihm zuwider. Er wollte zu Lebzeiten keine Ausstellungen. Eine seiner Gönnerinnen, die reiche Madame Castin, in deren pompöser Villa auch Erik Satie, Maurice Sachs und Jean Cocteau aus- und eingingen, beherbergte den inzwischen berühmten, aber völlig lebensfremden Maler bei sich und kaufte ihm sehr viele Bilder ab. Sie berichtete, dass Sudin einmal in großer Aufregung zu ihr und zu ihrem Mann gekommen sei und gesagt habe:
Madame, kommen Sie, ich flehe Sie an, ich habe ein so schönes Pferd gefunden. Ich möchte es malen, niemals wieder finde ich ein so schönes Tier. Im Wald, in einer Lichtung, fanden sie eine im Gras sitzende Gauklerfamilie beim Mittagessen. Neben dem Jahrmarktkahn stand das ausgespannte, erschöpfte Pferd, das sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Sein Fell war voller Kot, Schweren und Fliegen. Zudem sagte zu Madame Custer, seine Augen sind menschliche Augen, so viel Leid und Erschöpfung drücken sie aus. Es hat nicht mehr die Kraft, sich hinzulegen und wartet auf den Tod. Alle wurden sie zur Villa der Custers mitgenommen. Das Pferd, der Kahn, die Gaukler, die Kinder. Sie blieben 3 Tage und Soudine malte das Pferd. Mademoiselle Madame Custer erzählte auch, dass sie einmal mit ihrer Familie einen Ausflug in den Süden von Frankreich unternahm, Soudine und die Köchin im Haus zurückließ, aber etwas früher als vereinbart zurückkehrte. Das Haus war leer, ihr Gast offenbar unterwegs, aber frischer Farbgeruch schlug ihnen beim Übertreten der Türschwelle entgegen. Sie gingen, um ein mögliches Bild zu entdecken, dem Geruch der Farben nach, durchstöberten alle möglichen Verstecke und ihr kleiner Sohn Michel fand schließlich im Schuppen unter dem Billardtisch ein neues Bild. Am nächsten Tag erschien Soudine, der bereits an den freudigen und entspannten Gesichtern seiner Gastgeber ablesen konnte, dass sie sein neues Bild entdeckt hatten. Am Abend, als sie bereits im Bett waren, hörten sie, dass Soudine die Tür zu seinem Zimmer öffnete und in den Schuppen ging. Der misstrauisch und unruhig gewordene Monsieur Custer lief im Schlafanzug vom Zimmer in den Schuppen und rief dem ein Messer und eine Flasche Benzin haltenden Maler verzweifelt zu: Soudine, hören Sie auf, das ist ein Meisterwerk. Was machen Sie da? Es ist ein Verbrechen. Warum haben Sie es angeschaut? Sie hätten auf mich warten müssen, antwortete Soudine. Ja, das stimmt, aber wir freuten uns so sehr, zu wissen, dass Sie gearbeitet haben. Sehen wir uns doch das Bild gemeinsam an. Einen Großteil der Nacht, so berichtete Madame Custer, hätten Sie dann alle voller Glück das neue Bild betrachtet, dem er schließlich den Titel gab, Frau aus dem Wasser steigend. Madame Custer, die mindestens 30 Gemälde aus seiner Zeit gekauft hatte, berichtete, dass man, um ein Bild von Soudine kaufen zu können, für ihn erst einmal eine bemalte Leinwand aus dem 17. Jahrhundert auftreiben musste. Und dass er außerdem, bevor er auf den Handel überhaupt einging, ein Serré-Bild einforderte, um es zerstören zu können. Er schloss sich eine Stunde lang mit dem Bild in ein Zimmer ein, schlitzte mit einem großen Messer das Gemälde auf, zerschnitt es und warf die Fetzen in den Holzofen. Eines Tages rief Zborowski Madame Custer an und sagte: Madame, ich glaube, ich habe etwas für Sie. Zborowski kam mit dem Bild in die Villa der Custers und sagte: Wissen Sie, das hier ist ein sehr teures Gemälde. Soudine ist sehr anspruchsvoll geworden, seit Albert Barnes so viele Arbeiten von ihm abgekauft hat, und zeigte der Familie das Gemälde von einem Chorknaben in liturgischen Gewändern. Monsieur Custer zog sofort das Scheckheft heraus und zahlte den geforderten Betrag von 30.000 Fr. Madame Custer, zu der Soudine Vertrauen gefasst hatte, erzählte er einmal aus seiner frühen Kindheit im Städel Smilovic. Er lag in einer Wiege und beobachtete voller Bezauberung das Spiel von Licht und Schatten an der Wand. Seine jüdische Religion, erzählte Madame Custer, mochte Soudine nicht. Aber er begleitete sie, als er in ihrer Villa wohnte, jeden Sonntag zur Messe in die Kathedrale, wo er immer hinter einer bestimmten Säule wartete. Er sagte, dass es sehr bewegend sei, betende Menschen zu sehen. Soudines Faszination durch vornehmlich blaue Hüte, er hatte unzählige gekauft, ging so weit, dass er diesen Fetisch als lebensrettende Tarnkappe missverstand. Während der deutschen Besatzung Frankreichs sah man den jüdischen Künstler oft sorglos durch die Straßen von Paris gehen. Als ihn ein Freund vor der Gefahr warnte, erkannt und von den Nazis verhaftet und in ein Konzentrationslager deportiert zu werden, sagte Soudine sorglos, dass man ihn gar nicht erkennen könne, da er ja einen neuen blauen Hut trage. Nachdem das Dekret zur Erfassung der Juden erlassen worden war, meldete er sich bei der Behörde.
Als er aus dem Amt kam, begegnete er zufällig Hanna Orlov, zeigte ihr lachend seine Karte, auf der der Stempel verrutscht war, und sagte zu ihr: Sie haben mir meinen Juden ramponiert. Einerseits berichtete Hanna Orlov, dass Soutine im Gegensatz zu Marc Chagall, der rechtzeitig auswandern konnte, vergebens versucht habe, bei der amerikanischen Botschaft eine Einreisebewilligung für die USA zu erhalten. Andererseits hieß es, dass Soutine das besetzte Paris gar nicht verlassen wollte, da er befürchtete, in der freien Zone keinen Zugang zu frischer Milch zu haben, die für seine Magendiät notwendig war. Schließlich aber musste der registrierte Jude Chaim Soutine außerhalb von Paris in kleinen Ortschaften Zuflucht suchen und immer wieder woanders untertauchen. In dieser Atmosphäre der Spannung, Angst und Nervosität verschlimmerte sich seine Magengeschwüre. Seine frühere Freundin Mademoiselle Garde wurde in Paris interniert und in das Konzentrationslager Gurs in den Pyrenäen deportiert. Sie überlebte den Krieg, sah aber Soutine nie mehr wieder. In dieser unruhigen Zeit lernte er Marie Berthe Orange, eine ehemalige Frau von Max Ernst, kennen. Obwohl es immer wieder Nachforschungen der Polizei über seinen Aufenthalt gab, ein einflussreicher Dorfbürgermeister konnte eine Zeit lang seine schützende Hand über Soutine halten, verbrachte er die letzten 2 Jahre seines Lebens mehr oder weniger in Ruhe mit Marie Berthe, ehe er Anfang August 1943 einen schweren Anfall erlitt und Marie Berthe sich entschloss, den schon fast auf die Knochen abgemagerten Soutine nicht ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, sondern in die Hauptstadt zu fahren, zu dem berühmten Arzt Dr. Grosset. Wegen der Gefahr, von den Nazis angehalten zu werden, fuhren sie mit einem Leichenwagen, nahmen aus Sicherheitsgründen mehrere Umwege und kamen erst nach 24-stündiger Fahrt in Paris an. Dr. Grosset konnte Soutine nicht mehr retten. Chaim Soutine erlitt einen Magendurchbruch mit inneren Blutungen und starb während der Operation am 9. August 1943 um 6 Uhr morgens. Die Sterbeurkunde war mit dem Stempel versehen, bekannt als Jude. Sein genaues Geburtsdatum weiß niemand. Vom Verkauf seiner Gemälde konnte Marie Berthe auf dem Cimetière Montparnasse ein Grab erwerben, wo seine sterbliche Hülle 2 Tage später unweit vom Grab von Charles Baudelaire beigesetzt wurde. Auf der Grabplatte befindet sich ein großes christliches Kreuz. Sein Vorname wurde falsch eingemeißelt. Unter den 5 Begräbnisgästen waren neben Mademoiselle Garde Marie Berthe, Pablo Picasso, Max Jacob und Jean Cocteau. Zur selben Zeit ereignete sich in seiner Heimatstadt Smilovice ein grausamer Massenmord, der das Städtchen fast auslöschte. Auch der Vater und die 10 Geschwister von Chaim Soutine haben vermutlich bei diesem Verbrechen der SS den gewaltsamen Tod gefunden. Das ist die Geschichte von Chaim Soutine.